Schaden anrichten können. Ich habe meine Kinder geimpft, weil ich dachte, es wäre gut für sie. Mein jüngster Sohn reagierte sehr schlecht auf den Impfstoff und heute ist er schwer krank. Bitte, bitte impft ihn nicht. Verabreicht ihnen nicht das Gift. Spielt nicht mit ihrer Zukunft, bitte impft die Kinder nicht. Das Städtchen Saint-Julien de Concelles östlich von Nantes. Hier lebt die 35-jährige Lucie Michel mit ihren zwei Söhnen. Sie ist alleinerziehend. Kyle, 7,5 Jahre alt, und Malon, 6. Malon hat Epilepsie und ist Autist. Er kann nicht richtig sprechen und auch sonst kaum mit seiner Familie interagieren. Malon lebt in seiner eigenen Welt. Wo willst du hin? Malon, guck mal, willst du Badaboom spielen? Tu fais Badaboom? Er ist nicht gut drauf. Spielst du Badaboom mit mir? Beruhige dich, bitte. Mir ging es gut in der Schwangerschaft. Die Geburt verlief auch gut. Und während der Schwangerschaft habe ich auch keine Medikamente genommen. Deshalb haben wir eine Menge genetischer Recherchen betrieben, um herauszufinden, warum er das hat. Aber es gibt kein genetisches Problem, keine Vorerkrankung, kein Tumor. Als Malon 2012 geboren wurde, schien er sich zunächst ganz normal zu entwickeln. Wie alle Kinder wurde er gegen Tetanus, Diphtherie und Polio geimpft. Diese Impfungen sind in Frankreich seit über 50 Jahren verpflichtend. Unmittelbar nach den ersten Impfungen bekam er Magen-Darm-Probleme. Und ein Jahr später, nach dieser ersten Impfung mit Infanrix Hexa und Prevena 13, hat die Epilepsie angefangen. Von einem Tag auf den anderen. Und so begannen plötzlich seine epileptischen Anfälle jeden Tag. Jeden Tag. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Normalerweise treten Impfnebenwirkungen spätestens 72 Stunden nach der Impfung auf. Zudem ist Epilepsie als sehr seltene Nebenwirkung der beiden Impfstoffe nicht beschrieben. Da hat er einen Anfall. Er sieht aus wie ein Schwein. Nein, das kam von Cortison. Es hat ihn dicker gemacht. Ja, er hat in kurzer Zeit sehr viel zugenommen. Gegen die epileptischen Anfälle bekam Malon Cortison und andere Medikamente. Im März 2013, mit 14 Monaten, wurde Malon auch gegen Mumps, Masern und Röteln, kurz MMR, geimpft. Kurz nach der Impfung entwickelte er autistische Symptome. Ich fühle mich jeden Tag krank, meinen Sohn so zu sehen. Ich möchte meinen Jungen so zurückhaben, wie er vorher war. Es ist unerträglich, ihn leiden zu sehen und nicht zu wissen, ob er je wieder normal wird. Lucie glaubt, die Impfung gegen MMR habe ihren Sohn zum Autisten gemacht. Es gibt allerdings keine wissenschaftlich anerkannten Studien, die belegen, dass der MMR-Impfstoff Autismus auslösen kann. Im Gegenteil. Die letzte große amerikanische Langzeitstudie von 2015 mit 96.000 Teilnehmern zeigte, dass Kinder, die gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft sind, nicht häufiger autistisch sind als Ungeimpfte. Dennoch glaubt fast die Hälfte der Franzosen, dass Impfstoffe nicht sicher seien. Für den emeritierten Pharmakologen François Chast ist das völlig unverständlich. Denn laut offiziellen Statistiken
liegt die Wahrscheinlichkeit, einen bleibenden Impfschaden zu erleiden, bei 1 zu 1 Million. Les vaccins sont des médicaments. Impfungen sind Medikamente und wie bei jedem Medikament gibt es auch hier Risiken. Aber insgesamt sind die Impfstoffe sehr sicher. Das heißt, die Anzahl der Patienten, die von der Impfung profitieren, und die Zahl der Patienten, die darunter leiden, stehen in keinem Verhältnis. Es ist ganz klar, dass Impfungen gut für die Gesundheit sind. Die Impfrate in Frankreich spricht eine andere Sprache. Um eine Krankheit auszurotten, müssen über 90% der Bevölkerung gegen sie immunisiert sein. Dann greift der sogenannte Herdenschutz. Für Masern, Mumps und Röteln lag die Impfquote 2015 aber nur bei knapp 80%. Bei Meningokokken, Bakterien, die eine lebensgefährliche Hirnhautentzündung auslösen können, ist sie noch niedriger. Diese Impflücken fand François Chast katastrophal. Zusammen mit 200 weiteren Ärzten schrieb er eine Petition, die in der Tageszeitung Le Parisienne veröffentlicht wurde. Die Forderung: ein Gesetz zur Ausweitung der Impfpflicht. La rougeole. Während der südamerikanische Kontinent von Masern befreit ist, gibt es in Frankreich jedes Jahr mehrere hundert und manchmal sogar mehrere tausend Fälle von Masern. In den letzten 7-8 Jahren gab es 10 Todesfälle. Das ist nicht normal. Die Pocken wurden ausgerottet, Polio wurde fast ausgerottet. Es ist an der Zeit, andere Kinderkrankheiten ebenfalls auszurotten, weshalb dieses Gesetz ein gutes Gesetz ist. Das Parlament folgte dem Rat der Ärzte und beschloss, dass ab 2018 Kinder nicht nur gegen 3, sondern gegen 11 Krankheiten geimpft werden müssen. Darunter MMR, Hepatitis B, Meningokokken und Keuchhusten. Mit dieser Vorschrift steht Frankreich nicht allein in Europa. In Italien müssen Kinder gegen 10 Krankheiten geimpft werden. In Ungarn, Kroatien und Lettland ebenso. In Tschechien sind Impfungen gegen 9 Krankheiten verpflichtend. In Polen sind es wie in Frankreich 11. Doch ausgerechnet im Land des Impfstoffpioniers Louis Pasteur regt sich Widerstand. Wir sind hier für die Freiheit. Lucie Michel ist auf dem Weg zur Demonstration. Die Krankheit ihres Sohnes hat sie zu einer überzeugten Impfgegnerin gemacht. Obwohl viele sagen, dass es grob fahrlässig sei, das eigene Kind nicht vor gefährlichen Infektionskrankheiten zu schützen und darüber hinaus andere durchs Nichtimpfen zu gefährden. Ein Kind, das nicht geimpft ist, ist absolut nicht gefährlich für jemanden, der geimpft ist. Wir müssen aufhören zu lügen. Wenn wir davon ausgehen, dass Impfungen schützen, sehe ich nicht, warum ein ungeimpftes Kind eine andere Person gefährdet. Ein Irrtum. Der Masernimpfstoff zum Beispiel schützt nicht zu 100% vor der Krankheit. Je mehr ungeimpfte Kinder sich mit der Krankheit infizieren, desto mehr der Geimpften erkranken ebenfalls. Denn die Virenlast erhöht sich. Die rund 200 Franzosen, die sich neben dem Parlament in Paris versammelt haben, sind dennoch fest überzeugt, dass die Impfungen und nicht die Krankheiten das eigentliche Übel darstellen. Einige haben zum Beweis ihre vermeintlich impfgeschädigten Kinder mitgebracht. Catherine Gasch hat den Protest organisiert. Die Krankenschwester hatte sich vor 30 Jahren wegen ihres Berufs gegen Hepatitis B impfen lassen. Unmittelbar danach bekam sie Multiple Sklerose. Sie hält das für einen klaren Impfschaden, der aber bislang medizinisch nicht belegbar ist. Dass ausgerechnet die Impfung gegen Hepatitis B nun verpflichtend sein soll, schockiert sie. Wir arbeiten alle zusammen, um zu schauen, welche Möglichkeiten wir auf der Gesetzgebungsebene haben, um Abgeordnete und Senatoren zu überzeugen, dass dieses Gesetz ein echter Irrweg ist. Kennen die Politiker die Macht, die sie damit Pharmaunternehmen geben werden? Ein häufig gebrauchtes Argument der Impfgegner: je größer die Zahl der Impfungen, desto höher würde der Gewinn der Pharmaindustrie, die wiederum mit Politikern unter einer Decke stecke.
Impfstoffe sind allerdings nicht teuer. Ihr Verkauf macht bei den drei größten Pharmaunternehmen im Schnitt nur rund 15% des Gesamtumsatzes aus. Am Rande der Demo verfolgt Lucie Michel ihre eigene Agenda. Unter ihrem Künstlernamen Maman Courage, die mutige Mutter, verkauft sie Basecaps, T-Shirts, Buttons und CDs. Sie hat ihr Schicksal und das ihres Sohnes zur Marke gemacht. Lucie rappt schon seit ihrer Jugend, heute zumeist über Autismus, Impfschäden und Big Pharma. Ça fait. À partir du 1er janvier, 11 vaccins seront obligatoires. Le ministère de la Santé ne veut rien savoir sans l'accord de leurs parents. Des virus seront injectés dans le corps de leurs enfants. Soi-disant, c'est pour les immuniser. Ça suffit, il y a trop de victimes. Allons, parents de la patrie, il est temps de se réveiller. Ton pays est parti en vrille pour sur Macron. T'as bien enflé une campagne électorale financée par les labos. Et après, on donne les Français en cobaye. Il y a des labos, c'est le pacte de Macron et des labos. C'est le pacte de Macron et des labos. Die Demonstranten eint der Glaube, schwere Nebenwirkungen von Impfungen würden viel häufiger auftreten, als die offiziellen Zahlen belegten. Vertuscht von Politik und Pharmaindustrie. Dieses Gefühl von Machtlosigkeit treibt auch in Deutschland manche Bürger um. In Hamburg gingen Anfang November rund 300 Impfkritiker auf die Straße. Wir haben noch keinen Impfzwang in Deutschland. Aber in ganz Europa gibt es überall in den Ländern Zwänge, die stärker werden. Seit 2015 gibt es in Deutschland lediglich eine Impfberatungspflicht. Allerdings müssen Kitas Eltern, die keinen Beratungsschein vorweisen können, seit einem halben Jahr an das Gesundheitsamt melden. Wir wollen uns nicht mehr bevormunden lassen. Wir wollen uns nicht zwangsberaten lassen. Denn wir haben uns über Impfungen schon so gut informiert, dass man uns gar nicht mehr besser beraten kann. Auch die deutschen Impfgegner glauben, dass es deutlich mehr schwere Nebenwirkungen gibt als die knapp 1400 Verdachtsfälle, die 2015 den Behörden gemeldet wurden. Bei rund 34 Millionen Impfungen. Sie haben ihre eigene Wahrheit. Mein Name ist Frank Reitemeier, ich bin Internetblogger und ich will gesunde Kinder ohne Impfzwang. Was Frank Reitemeier seinen Zuhörern verschweigt, er war auch mal Mitglied bei der Berliner NPD und ist bekennender Ufologe. Er behauptet, Impfungen seien nicht nur gefährlich, sondern auch zwecklos. Viele glauben, dass Impfungen Krankheiten ausgerottet hätten. Aber tatsächlich waren alle Krankheiten schon drastisch vorher zurückgegangen. Ob mit Absicht oder aus Unwissenheit falsch vorgetragen, das stimmt nicht. Beispiel Poliomyelitis, besser bekannt als Kinderlähmung. 1961 erkrankten noch rund 4.500 Menschen in Deutschland. Ein Jahr später wurde die Schluckimpfung eingeführt. Die Zahl der Neuerkrankungen sank auf unter 300. Heute gilt die Krankheit als nahezu ausgerottet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass jedes Jahr bis zu 3 Millionen Todesfälle durch Impfungen vermieden werden. Auch eines ihrer Kinder würde noch leben, wäre es geimpft gewesen. Oksana und Peter Giesbrecht verloren ihren Sohn Micha an die Masern. Da war er noch gesund. Und dann fing er an, ne? Schubladen auszuräumen. Brauchte auch ein Hobby. Das war nicht sicher vor ihm, ne? Ja, kleiner Süßer. Ich liebe das Bild, das ist so schön. Das ist so typisch Micha gewesen. Immer nach vorne, krabbeln, bewegen, was entdecken. Ne? Micha hatte sich im Wartezimmer des Kinderarztes bei einem ungeimpften Kind angesteckt. Da war er ein halbes Jahr alt und noch nicht geschützt.
Denn gegen Masern werden Kinder frühestens mit einem Jahr geimpft. Die Krankheit war bald überstanden, aber nach 5 Jahren kamen die Viren zurück. Im Kroatienurlaub 2004. Und da war er so ein bisschen auffällig. Hat viel geklatscht, in die Hände geklatscht. Geklatscht, also auffällig geklatscht war. Ja, ohne Grund. War auch aggressiv und ungehorsam, so extrem. Irgendwie war laut, schnell. Also er hat sich verändert in seinem Wesen. Genau. Und dann das Extreme, was uns also veranlasst hat, zum Arzt zu gehen, das war so, dass er, obwohl er so sportlich war immer und sehr beweglich, auf einmal komisch wurde in seiner Grobmotorik. Also er fiel einfach um. Die Diagnose der Ärzte: SSPE, eine Spätfolge der Masern. Da bei Michas Infektion seine Blut-Hirn-Schranke noch nicht geschlossen war, setzten sich Masernviren in seinem Gehirn fest und zerstörten nach und nach seine Nervenzellen. Es war schwer anzusehen, dass das Kind, dass der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Dass er jeden Tag immer weniger sprechen konnte. Dass er vorm Fenster stand und wo ich nach Hause kam und er konnte nicht mehr Papa sagen. Innerhalb von 2 Monaten verlernte Micha fast alles. Laufen, sprechen, schlucken. Seine Wirbelsäule verformte sich. 9 Jahre im Wachkoma folgten. Im Zimmer wurde Micha gepflegt und hier stand sein Pflegebett. Und jetzt ist es unser Schlafzimmer. Für uns war das irgendwie so wichtig, hier zu bleiben. Weil irgendwie war das so der Ort, wo er ja gelebt hat und auch gestorben ist. Hier, also das war hier an dieser Stelle. Der Tod an sich, dieser letzte Moment, der war nicht bedrohlich, der war voller Frieden. Und wir wussten, Micha ist jetzt einfach aufgebrochen zu einem neuen Leben, daran glauben wir. Ist das für uns eher so ein Ort, wo wir ihn spüren oder begegnen oder irgendwie, weiß ich nicht, also ich kann das nicht sagen, dass es so eine mystische Sache ist. Einfach, wir sind ihm hier nah. Deswegen die Impfdemonstrationen wie diese in Hamburg bitter auf. Nach 3 Stunden endet sie mit Michael Jacksons Heal the World. Zurück in den Westen Frankreichs, zu Lucie Michel. Weil ihr Sohn Malon autistisch ist, muss er intensiv betreut werden. Da die Krankenkasse ihr nur 6 Stunden Therapie pro Woche zubilligte, sammelte sie 12.000 Euro per Crowdfunding, um Veronique Retouré zu engagieren. Guck mal, Malon, guck mal. Sollen wir das Rollerspielchen machen? Die auf Autismus spezialisierte Erzieherin kommt 3-mal pro Woche. Sie möchte Malons Sozialverhalten durch Spiele und Massagen fördern. Schau, es rollt. Wir machen solche sensorischen Übungen, so auch im Rücken. Jetzt du. Malon liebt dieses Spiel. Auch beim Essen hat der 6-Jährige nach wie vor Probleme. Man sagt Danke. Danke. Du kannst sie auch aufspießen. Na, Malon, bist schon ein großer Junge. Aber man spießt sie mit der Gabel auf. Schau, piek. Genau so, toll. Er bleibt jetzt schön am Tisch sitzen. Weißt du noch, am Anfang? Da war es nach 5-6 Sekunden vorbei.
Die 12.000 Euro sind inzwischen ausgegeben. Lucie kann Veronique nicht länger bezahlen und muss wieder auf die weniger spezialisierten Kassenpfleger zurückgreifen, die Malon zudem nur wenige Stunden betreuen. Eine geeignete Pflegeeinrichtung für den Jungen gibt es nicht in der Umgebung. Also musste Lucie ihren Job als Grafikdesignerin aufgeben und bekommt nun knapp 1.200 Euro Arbeitslosen- und Pflegegeld. Zu wenig, um zusätzliche private Therapeuten zu bezahlen. Es gibt Lösungen. Für die muss jemand aufkommen. Aber niemand will das tun. Wenn also niemand bezahlen will, kann ich nicht arbeiten gehen. Ich kann meinem Sohn keine Pflege anbieten, die derzeit 5.000 Euro pro Monat kostet. So viel kostet eine kompetente Erzieherin und die richtige Förderung durch einen Psychologen. Lucie fühlt sich vom Staat im Stich gelassen. Sie will erreichen, dass die Erkrankung ihres Sohnes als Impfschaden anerkannt und sie finanziell unterstützt wird. Deshalb hat sie Malons ehemalige Kinderärztin, das Gesundheitsministerium und den französischen Staat verklagt. Der Prozess dauert bereits 2 Jahre. Ja, hallo, Herr Ludo. Hier spricht die Mutter von Malon. Ich rufe Sie an, um zu fragen, wie der Stand des Prozesses ist. Die Gutachter haben die Einreichung ihres Berichts im September geplant und versprochen. Sie sind spät dran, aber das ist oftmals normal. Ich kann Ihnen versichern, dass bei der Justiz Verzögerungen normal sind. Ich werde die Experten erneut drängen, dass sie ihren Bericht schreiben. Neben Lucie vertritt Emmanuel Ludo rund 700 weitere Klienten, die darauf hoffen, dass ihre Erkrankung oder die ihrer Kinder als Impfschaden gerichtlich anerkannt wird. Bislang stehle sich der Staat jedoch zumeist aus seiner Verantwortung, so sieht es der Rechtsanwalt. Die Position der Gesundheitspolitik in Frankreich besagt, es gibt ein Nutzen-Risiko-Verhältnis, das für die Impfung spricht. Stimmt das auch? Von den 3 Millionen Kindern, die 2018 geimpft werden, weiß man, dass unter ihnen 1.000 sind, die in der Folge mehr oder weniger ernsthafte Nebenwirkungen und Krankheiten erleiden werden. Das bedeutet klipp und klar, diese 1.000 zahlen den Preis für die gewünschte Impfabdeckung mit allen Unkosten. Sie sollten dafür eine Entschädigung bekommen, und zwar automatisch. Die Zahl der schweren Impfschäden ist erheblich niedriger als von Ludo angegeben. In Frankreich gibt es keine Statistik darüber, wie viele anerkannte Impfopfer es gibt, denen eine Entschädigung zusteht. In Deutschland stammt die letzte Zahl von 2009. Da waren es 38. Auch sie möchte als Impfopfer anerkannt werden. Katharine Gasch, die Organisatorin des Pariser Protests gegen das Impfgesetz. Die 49-Jährige lebt im Südosten Frankreichs. Während ihrer Ausbildung zur Krankenschwester hatte sie sich gegen Hepatitis B impfen lassen. Kurz darauf begannen ihre gesundheitlichen Probleme. Die Diagnose Multiple Sklerose erhielt sie erst Jahre später. Mehrere Ärzte haben mir gesagt, ja, wir sind ihrer Meinung, es gibt bestimmt eine Verbindung, aber schriftlich können wir ihnen das nicht geben. Ihre Überzeugung, das Opfer einer Impfung zu sein, speist sich aus der Statistik. Die Kurven für die Zahl der Immunisierungen gegen Hepatitis B und der Erkrankungen an Multipler Sklerose verlaufen fast parallel. Ist das Beweis genug? Nein, sagt die französische Rechtsprechung, da es keinen wissenschaftlich belegbaren Zusammenhang gäbe. Katharine Gasch muss die Folgekosten ihrer Erkrankung alleine stemmen. Für den Umbau ihres Hauses und ihres Autos bezahlte sie 15.000 Euro. Das hier ist der Ring zum Gasgeben. Und das hier ist die Bremse, bei der es eine Stange möglich macht, anstelle meiner Füße zu bremsen. Die befindet sich hier rechts und die sorgt dafür, dass ich, falls ich zu lange sitze und meine Beine einschlafen, gefahrlos weiterfahren kann, ohne dabei einen Unfall zu riskieren. Seit 5 Jahren ist sie Präsidentin des Netzwerks REVAP, das Geschädigten von Hepatitis B-Impfungen Hilfe bietet. 3.500 Erkrankte, Angehörige, Ärzte und Wissenschaftler aus ganz Frankreich
engagieren sich in dem Verein. Rewab fordert, der Staat solle ihre Impfschäden anerkennen. Immerhin gab selbst der Europäische Gerichtshof 2017 einem Franzosen recht, der geklagt hatte, weil eine Hepatitis-B-Impfung bei ihm multiple Sklerose verursacht habe. Auch ohne medizinischen Nachweis. Dass Impfungen jetzt für alle Franzosen verbindlich werden sollen, veranlasste Catherine Gasch dazu, einen offenen Brief an das Parlament und den Senat zu schicken. Darin Fotos und Krankheitsgeschichten von vermeintlich Impfgeschädigten. Immerhin erzielten Catherine Gasch und ihre Mitstreiter einen ersten Erfolg. Die 11 Pflichtimpfungen sollen nur für Kinder gelten, die ab dem 1. Januar 2018 geboren werden. Also muss niemand nachträglich geimpft werden, was ursprünglich vorgesehen war. Bei einigen Ärzten des REWAP-Netzwerks sorgt das Gesetz trotzdem für Gewissenskonflikte. Wenn Sie die Gesetze nicht beachten, dann kommen Sie vor Gericht. Das Gesetz verpflichtet jeden Bürger, sich daran zu halten. Und mit diesem neuen Gesetz gibt es für uns Mediziner ein besonderes Problem, weil es eine Überschreitung der ärztlichen Ethik bedeutet. Egal, ob in Deutschland oder Frankreich. Diese Ethik beruht auf Jahrtausende alten Prinzipien. Hippokrates. Verstößt es aber nicht viel mehr gegen den hippokratischen Eid, wenn man als Arzt nicht impft? Frankreich gilt laut einer Studie von 2016 als das impfkritischste Land der Welt. Einer der Autoren der Studie führt das unter anderem auf die schlechte Ausbildung der französischen Hausärzte in puncto Impfberatung zurück. Sollte Impfen individuelle Entscheidung sein? Oder geht hier das Gemeinwohl vor? Zurück nach Deutschland. Oksana und Peter Giesbrecht gehen jeden Sonntag zum Gottesdienst ihrer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Der Glaube gibt ihnen Halt. Gleich zu Beginn werden die Neugeborenen gesegnet. Dass er nicht eigene Wege geht, dass er nicht weg von dir läuft, sondern dass er den Weg geht, den du für ihn vorbereitet hast. Dass er in dir die Burg hat und die Sicherheit und einfach die Zuversicht, dass du ihn führst. Schenk du ihm Gesundheit, schenk du ihm Weisheit, einen klaren Verstand, um das Leben zu verstehen, um zu lernen, um es zu deiner Ehre später anzuwenden. Heute, als die Babys gesegnet wurden, mir kamen die Tränen, weil ich ganz genau in diesem Moment weiß, ich stand auch mit ihm. Und er war kerngesund. Es war nichts mit ihm. Und wir haben genauso gebetet für Gesundheit. 3 andere Söhne leben, werden groß, stark, sind gesund. Die sind durchgeimpft. Ja, also für mich ist es genug Statistik. Und ein Kind hatte keine Chance. Er ist einfach gestorben, weil er Masern hatte. Ich kann das nur erzählen, aber die Mamas und also Papas müssen das selber entscheiden. Die Eltern haben die Entscheidung zu treffen. Und das ist natürlich bei uns in Deutschland halt immer noch so, dass wir die Pflicht nicht haben, zu impfen. Und das ist natürlich für manche schwer. Ich glaube, wenn wir eine Pflicht hätten, dann wäre einiges einfacher für manche, weil sie dann denken, okay, ich muss, ich mache es. In Deutschland wird es in absehbarer Zeit keine Impfpflicht geben. Das hat die Regierung vor ein paar Monaten bekräftigt. Impfen sei sinnvoll, aber ein Zwang verstieße gegen das Selbstbestimmungsrecht der Bürger.